Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde The Samaritan Paradox. Natürlich mit mir, eurem Sunny. So, wir wollen mal das Buch jetzt weiterlesen, denke ich mal. Ja, so in beiden Welten lose Enden, aber ich denke mal, hier wird es im Moment fast das Interessanteste sein. Wir haben erfahren, dass man eine Weile lang nicht nach uns suchen wird. Dank dieser Nachricht So hier, I genau. escaped in the nick of time. Now it seems only three people know about. I am. Ja, genau, so wie ich mich erinnert hatte. Wir haben aus irgendeinem Grund immer noch den Schwefel, den Dolch, den Rubinring und ein paar Kiesel. Ja, das Horn wurde uns ja abgenommen. Okay. Was sagt denn das Straßenschild? Ein hölzernes Straßenschild stand auf der Kreuzung. The village of Angsmark, 1 mile to the west. The old prison is up that hill. Okay. Können wir uns mit der Ziege unterhalten? Are you not a beautiful goat? Ja, super. Eine gesund aussehende Ziege graste auf dem üppigen grünen Garten. Neben der Hütte war ein wundervoller Garten. Ist so schräg. Ist so merkwürdig, dass das jetzt alles, das hat die, das was in den Büchern ist, alles in der Vergangenheitsform halt geschrieben ist. Eine tiefe, aber freundliche Stimme bat sie einzutreten. An einem rustikalen Tisch schärfte ein gut aussehender, aber wettergegerbter Mann eine Sense. Good morning, my name is Freya. I am sorry for intruding. Oh, do not worry. Can I help you? You look like you have gone through some rough times. I am Torgov, by the way. You could say that. I have no idea where I am to start with. Where you are? You are just outside the village of Angsmark, at the northern end of the Great Peninsula. This is my simple home, where I grow vegetables and fruits, which I sell in the village. Where do you come from, stranger? I do not know. The people I have met so far have accused me of being a Vindar, but I would not know. How peculiar. Although most foreigners are met with suspicion here, and not seldom accused of being Vindars, the villagers tend to be a bit narrow-minded and extremely wary of outsiders. I prefer not to live right amongst them. You can trust me, though. Even if you turned out to be a Vindar, I would treat you just like a fellow human being. I would just like to come home, wherever that is. Why do you not sit down and eat while you tell me what has happened to you? Oh, yes, thank you. And after I had escaped my captors, I came straight here. I see. Now I think I can explain some things here. This part of the country is engaged in a cold war with another region known as the Vastenvind, inhabited by the Vindar. It is a rather petty feud that nobody remembers the origin of, but the mutual hatred is fiery. Our village elder, Mimir, is bent on defeating the Vindar, and has studied the scriptures to find ways. He's found a legend speaking of a golden horn, which should be blown at our holy shrine. Doing so will summon a mighty war spirit that will let us crush the Vindar once and for all. He tracked the horn to the island of the dragon. The dragon easily burns and sinks any warship approaching, but lets single adventurers ashore. So our village has regularly been sending out adventurers from the area to obtain the golden horn. Mimir has done his best to convince people that this quest is very heroic and necessary for our survival. The last person to be dispatched was my adopted son, Vithar. He was just 19. So Fenrir is a close companion to Mimir, and a member of a noble house. He's managed to avoid being sent to the dragon so far, and now he has stolen the horn from you and pretended to have found it. As we speak, he is probably preparing the summoning ritual with Mimir. Please stop me if there is anything you wonder about at this point. Sollte ich um meine Sicherheit besorgt sein? Was wird passieren, wenn Fenrir das Horn bläst? Können Sie mir helfen, mein Zuhause zu finden? Ich habe diesen Ring, er könnte Wither gehören. Mir fällt beim besten. Fangen wir doch damit an. I have this ring. It might belong to Vithar. I found it in a boat that was moored at the island. If Vithar was the last adventurer to be sent there, it could be his. By the gods, it must be his ring. Ah, my heart. He wrote about this ring in his letter.
You see, as he reached the neutral port of Avaheim, he sent me a letter. By then, he was just days away from the island. In the letter, he wrote about a girl he met there. He was only there for 2 days, to stock up supplies and wait for the bad weather to pass. He and this girl exchanged rings, and they promised to meet again after he had visited the dragon. Of course, he never made it back. Her heart must be broken. That is so sad. You can hold on to that ring. If you ever stop by the port of Avaheim, see if you can find the girl and return it to her. I think her name was Ithin. Let her know what happened to Vithar, so she does not think he simply forgot about her. Very well, I will. Jetzt könnte es echt sein, dass sie eigentlich Ithin ist, ihm nachgereist ist, weil er nicht wiedergekommen ist, dabei ihr Gedächtnis verloren hat, den Drachen getötet hat, damit Rache genommen. Ah, ist das schräg. Könnte sein. Wäre lustig. Wäre ehrlich gesagt eine gute Geschichte. Sollte ich um meine Sicherheit besorgt sein? Should I be worried about my safety? Well, both Wild and Surt consider you a Vindar spy, and when they get out of the prison, they will start hunting you again. Surt is Fenrir's henchman. He will do anything Fenrir tells him to. I didn't know that they were using the old prison as a secret base. They must be using a path on the other side of the hill. You need to dispose of Surt before Fenrir comes back to let him out. Your survival depends on it. They plan to kill me, so I have no remorse about that. Good. Surt has never done anything good for the village anyway. Was wird passieren, wenn Fenrir das Horn bläst? What will happen when Fenrir blows the horn? If the legends are true, a war spirit will help the wielder of the horn to defeat his enemies. I imagine the Cold War turning hot and bloody. Does this not worry you? Yes, but after losing Vithar, I do not care that much. With Mimir as a chief, our village was doomed either way. What if I am really a Vendar? Then he will contribute to the destruction of my homeland. That is true. Either way, it will be terrible times for all of us. The Cold War was bad enough, but this will be something different altogether. Can Fenrir be stopped somehow? Well, I think they will blow the horn by tonight, so there is time to try to stop it. Maybe I will. If I can prevent a bloody war, I will do this. I have no other purpose in life right now, and finding my home will be easier without a war raging. Okay. Könnten Sie mir helfen, mein Zuhause zu finden? Can you help me find my home? I do not know. I cannot tell where you are from, only that you are not from here. Do you think I could really be a Vindar, as I have been accused of? Few people here really know much about the Vindar. It is mostly myths and prejudices. They are rumored to be very cunning, and will trick you with words. If you are indeed that cunning and manipulative, then why not? However, with the impending war, crossing the borders to Vastenvind will be nigh on impossible. You should also ask yourself how you ended up at the Island of the Dragon. Maybe the Vindar were also sending out adventurers? Or you were just a seafarer, sailing the sea when a storm brought you to the island? Hard to say. However, we do not have any boats now, as Mimir has banned them. He has banned all boats? Yes. Maybe he is afraid people will leave this place if they can. Goodness, I cannot think of anything more right now. You can stay here for as long as you like. I will tell the villagers that you are my guest, and not a Vindar. Hopefully Surt will rot away unnoticed in the old prison. Nobody goes near it these days. Okay. Utensilien? Torgoth scheint ein geschickter Hausmann zu sein, wenn man all die Küchenutensilien betrachtet. Torgoth hat Vorräte angesammelt. Er würde nicht hungern, selbst wenn ihn ein Krieg von der Außenwelt abschnitt. Sie dachte, sie könnte sich den Eimer wohl für eine Weile ausleihen. Können wir mit ihm noch über was anderes jetzt reden? Yes, my dear. Oh ja, wir können sogar eine ganze Menge noch mit ihm reden. Erzählen Sie mir noch mal, wie ich Fenrir aufhalten kann. Tell me again how to stop Fenrir. I do not know. Steal back the horn, disturb the ritual, neutralize Fenrir somehow. Just mind that despite Mimir's totalitarian rule, he's still supported by most villagers. So don't trust anyone to help you. Erzählen Sie mir mehr über Vithar. Tell me more about Vithar. He was an orphan boy, not from the village originally.
I took care of him, and he helped me on the farm. A kind soul. I think Fenrir tricked him into volunteering for the quest so that Fenrir would not have to go himself. In effect, Fenrir caused Vithar's demise. He's a coward and a disgrace. Moment! Okay. Erzählen Sie mir mehr über das Dorf Angsmark. Sekunde. Tell me about the village of Angsmark. Since Mimir took charge some 5 years ago, people have grown increasingly fearful and suspicious. An irrational resentment of the Vendar dominates every conversation, every act, every thought. Ah, Entschuldigung, musst du mal kurz was trinken. Gut, dann danke, dass ich hier bleiben darf. Thanks for letting me stay here. I'm happy to have guests. Without Vithar, it has been very lonely here. Okay. Goodbye for now. Till we meet again. So, gibt's hier noch mehr? Gemüse. Sie trägt immer nur ein Gemüse mit sich herum. Eine Handvoll Stöcke nehmen, einige satte Beeren mitnehmen, eine runde Wurzel, eine Himrianrübe, gar kein Gemüse nehmen. Abgesehen davon, dass Stöcke kein Gemüse sind. Hey. Okay, nehmen wir auch mal Stöcke mit uns. So. Schmale Stöcke. Also, Entschuldigung, das sieht aber aus, als wäre das Spargel. Ah ja, gut. Wenn ich jetzt... Dann habe ich stattdessen dann die Beeren dabei. Okay, ich kann also dauernd hin und her wechseln. Wir fangen mal mit den Stöcken an. Ich habe bisher noch gar keine Idee, was ich nehmen soll, also... Ja, gehen wir mal raus. Die Ziege. Wollen wir mal die Ziege versuchen zu füttern? Are you not a beautiful goat? Are you not a beautiful goat? Okay. Hier lang geht's nicht weiter. Da könnte man nach Angsmark. Wir könnten zum Gefängnisturm gehen. Der eine Stein da in der Wand sieht merkwürdig aus. Sie öffnet den Fensterladen und so. I curse you, wicked child! Let me out of here, Vindar Witch! Let me out of here, Vindar Witch! Hä? Okay. Okay, Fenrir, come and help me! Fenrir, come and help me! Help! Help! Schande, let me out of here, Vindar Witch! Help! Ach du Schande! Sie schloss den Fensterladen, so zu schreifen, stand fast völlig. Alter Schatter, der Typ ging einfach voll auf Gigs. Wow! Na gut, dann gehen wir mal nach Angsmark. Ach ja, der Wachturm. Sie fühlte sich nicht danach, die Aussicht zu genießen. Na klar. Netze? Sie wollte die Netze nicht stehlen. Räucherer? Es gab momentan nichts im Räuchständer, das sie mitnehmen musste. Ein Fischräuchergerät verbreitete... Ein angenehmen Geruch nach Fisch über dem Gebiet. Ein schwacher Glanz war im Inneren. Netze hingen zum Trocknen. Hallo? Es gab keine Antwort. Es gab auch keine Geräusche. Hä? Zum Dorf? Ich bin dezent verwirrt. Wo kamen wir denn jetzt dann? Ah, hier unten geht's zum Hügel. Das ist aber nicht gut zu erkennen, finde ich. Weil da hier steht nach Angsmark, dachte ich halt, wir landen gleich im Dorf. Ist, naja gut. Ist jetzt kein Beinbruch. Ist aber ein bisschen irritiert. So,
ganz dezent. So, was Interessantes hier, abgesehen vom Dorf betreten? Anscheinend nicht. So, wir haben einen Brunnen. Da könnten wir den Eimer benutzen. Benutze Melkeimer mit Brunnen. Okay, Melkeimer, wo keine gute Idee. Die hätten wir aber mal mit der Ziege verwenden können. Da haben wir eine Wache, wir haben eine Tür. Ein Gasthaus, noch eine Tür. Probier es doch erstmal mit der Wache. Good morning, my good sir. Who are you and what is your business here? Ich bin Gast von Torgov. I'm a guest of Torgov's. Torgov the farmer. A guest, you say? That is rare. Rare how? Visitors in these parts? Well, all the more reason to treat me well, then. The Angar do not treat strangers well until they have proven themselves trustworthy. But I suppose some courtesy is in place. I am Olaf, and I guard this gate. What lies beyond it? It is the passage to the mountain shrine, of course. Hm. Kann ich den Schrein besuchen? Can I go visit the shrine? No. Only in the company of Mimir can he go there. And he does not wish to be disturbed. So nobody can enter that gate? No. Not unless you have a special delivery for Mimir. Are there any such deliveries planned today? Well, I am expecting Jonna to bring them some special ingredient later. Thank you for your time. Okay, dann könnten wir bitte hochkommen. Where can I find Mimir? He is up by the shrine. They are preparing an important ritual and cannot be disturbed. I see. Fenrir? Have you seen Fenrir around? Fenrir is accompanying Mimir at the shrine. They are preparing an important ritual. Tja, dann muss ich erstmal wieder los. I have to go. Farewell. Travel safely. Es gab einen Brunnen in der Mitte des offenen Bereichs. Sehr schön. Sie musste nicht herumgehen und wahllos Häuser betreten. Warum nicht? Ah, super. Bei der Tür aber schon. Haus von Mimir. Es war abgeschlossen. Ah, das größte Haus hatte auch die schickste Tür. Ja, gut. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Da kommen wir dann nicht rein. Und das... Das ist ein merkwürdiges Aussehen für ein Gasthaus. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Vor allem, ich hoffe mal, der backt da Brot, oder? Das ist es doch, was er da macht. Brot backen. Oder? Ich hoffe mal. Ich bin der festen Überzeugung, der backt da gerade Brot. Also, der backt nicht gerade, sondern der rollt das gerade aus. Good morning, innkeeper. Really? Who says that? I, Freya, guest of Torgov's. Wish you a good morning. So, Torgov's guest stooped to visit the village. That's more than you can say about Torgov himself. So, how can I help you? Gott, sind die alle freundlich. What is the latest news? What news? You are an innkeeper. Are you not supposed to know the latest gossip? Tidings from abroad? The word from the road? Look, stranger. I've had one or two patrons a day, and they've had the same news for 20 years. I suppose where you come from, the inns are bustling with activity and rumors. This is Angsmark. The only thing that changes here is when the ebb turns into flow. And even that does not always happen. Very what? Well. Und nicht mal das passiert immer. Wie das denn? Was können Sie mir anbieten? Wissen Sie, wie ich den Schrein betreten kann? Was können Sie mir über Jona erzählen? What can you serve me? I can serve you bread, soup and mead. The bread is tough, the soup is watery, but the mead is strong. That was a meager assortment. Well, we can't have proper trade, so there's a certain shortage of produce. How come? Because, you know, we best not risk having spies here. The borders are best closed. So, any mead? Thank you, I will wait a bit.
Wissen Sie, wie ich den Schrein betreten kann? Do you know how I can access the shrine? The Holy Mountain Shrine? Yes, that one. I think Mimir and Fenrir went up there to prepare an important ritual. So it's likely closed off. You can probably visit it tomorrow again. Okay, was können Sie mir über Jonar erzählen? What can you tell me about Jonar? Jonar is one of Mimir's disciples. Why? Just curious. Where can I find Jonar? Beside the tower is the scriptorium. He should be there. Goodbye. Till I meet you again. Okay. A disciple. Okay, also ich hätte das Disciple ausgesprochen wahrscheinlich. Schüler hätte ich jetzt eigentlich gesagt und er sagt, ja, Anhänger. Okay. Gut, das wäre jetzt nicht meine Übersetzung gewesen, aber ich hätte es auch nicht Disciple ausgesprochen. Also, das ist eine Aussprache, die ich anscheinend immer falsch ausgesprochen habe. Potenziell definitiv möglich. Oder es war ein anderes Wort, aber das kann ich mir jetzt nicht so sehr vorstellen. So, der Turm. Dann nehme ich doch mal an, dass er den Turm am Strand meint. Aber da war doch keine Schreibstube, oder? Hallo. Also hier ist dieses Bootshaus, der Wachturm. Ach, das war die Tür, wo sie nicht reingehen wollte, weil wir ja nicht wahllos an irgendwelche Türen jetzt rangehen. Na klar. Das hier ist der Turm und das hier ist die Tür. Ja, bingo. Greetings, Scholar. Oh, a visitor. Nice to meet you. I am Jonar. And I am Freya. What can I do for you, Freya? Okay, an der Stelle erstmal eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao. Wir unterhalten uns noch mit Jonar das nächste Mal. Bye.